Computational Engineering ist eine junge Wissenschaft an der Schnittstelle von Mathematik, Informatik und den Ingenieurwissenschaften. An der Graduiertenschule Computational Engineering der Technischen Universität Darmstadt promovieren einige der besten Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt. Statt teurer und aufwendiger Experimente nutzen die Doktoranden Computersimulationen, um vorrangig ingenieurwissenschaftliche Probleme in effizienter Weise zu untersuchen. Professor Schäfer ist der Sprecher der Schule, an der die Doktoranden auf drei zentralen Forschungsfeldern interdisziplinär ausgebildet werden. An der Graduiertenschule Computational Engineering konzentrieren wir uns auf drei Hauptforschungsgebiete. Das sind zum einen gekoppelte multiphysikalische Probleme, zweiter Bereich die simulationsbasierte Optimierung, wo man mathematische Optimierungsverfahren mit numerischen Simulationen kombiniert. Ein letzter Bereich sind Mehrskalenprobleme, wo man Anwendungen mit unterschiedlichen Zeit- und Längenskalen bearbeitet. Dieser Bereich findet seine Anwendung in der Nachrichtentechnik. In diesem Fach promoviert Ahmed Abdelkader. Er will das Leistungsspektrum von Mobilfunkgeräten optimieren. Dafür simuliert er mit seinem Kollegen, wie in Zukunft Daten effizienter übermittelt werden können. Damit werden zum Beispiel komplexe und datenintensive Multimedia-Anwendungen auf dem Handy möglich. Während seiner Forschungen wird Ahmed Abdelkader, wie viele der anderen Doktoranden auch, von der Graduiertenschule CE durch ein Stipendium unterstützt. It's on its way. Enjoy. Okay, thanks. Bye. Mit der finanziellen Unterstützung durch die Graduiertenschule kann ich mich voll auf meine Forschung konzentrieren. Außerdem ermöglicht mir die Schule eine intensive Vernetzung mit Doktoranden aus anderen Disziplinen. Das verbessert die Ergebnisse meiner Arbeit und beschleunigt meine Promotion. Jane Elsemüller beschäftigt sich mit der Simulation und Optimierung von aktiven Steuerungskomponenten zur Strömungsbeeinflussung. Im regelmäßig stattfindenden Forschungskolloquium stellt sie ihren Kollegen und Betreuern den aktuellen Stand ihres Projektes vor. So werden neben einer medial aufbereiteten Form der Präsentation auch soziale Kompetenzen geschult. Dies nutzt sowohl dem konkreten Projekt als auch dem Doktoranden und seiner zukünftigen Arbeit. Denn nur wer im Team arbeiten kann und sich durch Kritik motiviert fühlt, kann Synergien erschließen und interdisziplinär erfolgreich forschen. Im Forschungskolloquium trainiere ich meine Soft Skills und übe wissenschaftliche Praxis. Die individuelle Betreuung und der enge Kontakt mit meinen Kollegen und meinen Betreuern hilft mir, mich auf das Wesentliche meiner Arbeit zu konzentrieren. Deshalb haben wir an der Graduiertenschule auch konsequent die Doppelbetreuung umgesetzt. Das heißt, jeder Kollegiat hat mindestens zwei Betreuer aus unterschiedlichen Fachbereichen. Mithilfe numerischer Verfahren simuliert die Doktorandin Yu Du die Interaktion von Fluiden und mechanischen Strukturen in Dichtungen von Gasturbinen. Meine extrem daten- und rechenintensive Forschungsarbeit an der Graduiertenschule ist nur durch die Nutzung von Hochleistungsrechensystemen wie dem HHLR möglich. Die Nutzung des an der TU betriebenen hessischen Hochleistungsrechners, eines der Zentren für High-Performance-Computing in Europa, ist eine der besonderen Qualitäten der Graduiertenausbildung in Darmstadt. Ein weiterer Vorzug der Promotion an der Graduiertenschule ist die direkte Kooperation mit Partnern aus der Industrie. Irina Muntianu arbeitet in einem Unternehmen, welches auf 3D-Simulationssoftware für industrielle Anwendungen spezialisiert ist. Gleichzeitig steht sie der Graduiertenschule als Industrieprofessorin zur Seite. Könnten wir das mal von der anderen Seite sehen? Ja. Dadurch kann sie den Doktoranden praxisnahe Einblicke in ihr zukünftiges Arbeitsgebiet und eine frühzeitige Kooperation mit möglichen Arbeitgebern vermitteln. Es entsteht ein fließender Übergang zwischen Promotion und kreativer Arbeit in der Zukunft, die gleichermaßen an den Bedürfnissen der Gesellschaft und den Interessen der Forscher orientiert ist. Professor Meyer ist der erste Juniorprofessor an der Graduiertenschule CE. Der Mathematiker beschäftigt sich mit der optimalen Steuerung von partiellen Differentialgleichungen. Damit können viele unterschiedliche technische Prozesse beschrieben werden, zum Beispiel in der optimalen Gestaltung des Härtevorgangs von Stahlbauteilen für die Autoindustrie. Er kennt die Vorzüge der GSC genau und versteht sich als Vermittler zwischen verschiedenen Ebenen. Die zwei wesentlichen Vorzüge der Graduiertenschule CE sind die starke forschungsorientierte Ausrichtung und die Fast-Track-Option, die den Studenten die Möglichkeit bietet, bereits während ihres Studiums mit ihrer Promotion zu beginnen. Als Juniorprofessor habe ich zwei wichtige Funktionen in der Graduiertenschule CE. Zum einen diene ich den Studenten als Ansprechpartner in wissenschaftlichen wie auch allgemeineren Fragen. Zum anderen bin ich natürlich ein wichtiges Element im sozialen Leben der Graduiertenschule.
Vom Chip bis zur Turbine, von der Optimierung überregionaler Versorgungsnetzwerke bis zur Weiterentwicklung technischer Geräte. Die Graduiertenschule bietet ihren Absolventen nach einer exzellenten Ausbildung einen Abschluss, mit dem sie überall auf der Welt ihre Karriere fortsetzen und die Simulation unserer Zukunft gestalten können.